Diese Pistolenattacke hätte seinen endgültigen K.O. bedeuten können. Doch Profiboxer Manuel Schaar überlebte den Bauchschuss. Am Donnerstag musste er dem Mann vor Gericht in die Augen sehen, der ihn beinahe getötet hätte. Vorwurf gegen den Angeklagten ist hier versuchter Mord und auch gefährliche Körperverletzung. Und zwar zum Nachteil des Profiboxers Manuel C. Der Angeklagte soll ihn nachts in einem Schnellimbiss in Essen mit einem Schuss in den Unterbauch lebensgefährlich verletzt haben. Manuel Schaar und der Angeklagte kannten sich. Der Profiboxer hatte Yusuf H. sogar trainiert, ihm eine Chance gegeben und von der Straße geholt. Im Prozess legte der Angeklagte ein Geständnis ab. Er hat sich dafür entschuldigt, dass es halt zu dieser Tat gekommen ist, dass er ihm eine Lektion erteilen wollte, aus seiner Sicht halt der Schuss ins Bein bzw. ins Knie. Er wollte sich dafür entschuldigen, dass dieser Schuss halt wirklich vollkommen fehlgegangen ist und wollte einfach nochmal zum Ausdruck bringen, dass es nicht darum ging, hier den Herrn Schaar in irgendeiner Form lebensgefährlich zu verletzen oder zu töten. Das war nie in seinem Kopf, das war nie seine Absicht. Wechselseitige Beleidigungen über Facebook und eine Boxniederlage, die der Angeklagte ins Internet gestellt hatte, sollen unter anderem Auslöser für die Tat gewesen sein. Schaar nach seiner Aussage erleichtert zu Bild: Ein Sieg ist es für mich auf jeden Fall. Ich liege ja nach Punkten vorne. Und ich habe jetzt eine ganz große Last von mir runter. Ich fühle mich sehr, sehr gut. Meine Seele ist befreit. Das ist schon mal ein Sieg für mich. Ich habe ihm die Hand gegeben. Ich wollte den Schützen die Hand geben, der mich verletzt hat, um wirklich abschließen zu können. Der Prozess wird am 7. März fortgesetzt.